Hey Leute, willkommen zu einem neuen Part, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und bevor wir hier noch etwas anderes machen, also eigentlich will ich eine Zitadelle der Zeit, um mich wieder erwachsen zu machen, aber ich will noch etwas auf dem Todesberg erledigen, und zwar will ich mir die größte Bombentasche holen. Womit ich dann, glaube ich, 30 Bomben tragen kann oder so. Auf jeden Fall mehr als wir jetzt tragen können. Und das wird super. Denn das ist toll. So eine Tasche. Die ist so voll. Ja. Übrigens, Leute, habe ich vor, in den nächsten Tagen ein neues LP zu starten, was natürlich parallel laufen wird mit The Legend of Zelda und Pokémon Smaragd, also ein drittes laufendes LP. Ich werde noch nicht verraten, was ist. Ich lasse euch mal überraschen. Und dann werden wir sehen, ob es euch gefällt oder nicht. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich cooles Spiel. Ja. Was einige von euch bestimmt auch kennen. Also ich meine, jedes Spiel kennt man. Also jeder kennt das Spiel, jeder kennt ein anderes Spiel, dafür kennt der andere nicht das Spiel und der andere kennt dafür nicht das andere Spiel. Und so gleicht sich das dann auch alles wieder aus. Also. Ja. Ne. Auf jeden Fall. 30 Bomben haben wir im Visier. Außerdem ist mir noch was aufgefallen. Ja. Nur so bekommt man dort noch ein Herzteil. Also das glaube ich jedenfalls. Ja. Ja, da oben ist ein Herzteil und ich vergrabe hier mal Bohnen, damit die zu dieser fliegenden Blume werden wird, wenn ich erwachsen bin. Und dann kann ich da irgendwie hochfliegen, kann voll viel Zeugs machen. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass der Control Stick von meinem Gamepad ein bisschen quietscht. Was auch ein bisschen nervig ist. Aber kann man jetzt nichts machen. Muss ich jetzt mit leben. So. Bald sind wir da. Wenn es mehr Bomben kommen. Ich nicht zu dumm bin, das zu versauen. Wovon ich nicht ausgehe. Was ich auch ehrlich gesagt nicht glauben kann. So. Gastkommentator ist für den Gastkommentator ist gesorgt. Ich werde bald mal ein LP darüber hochladen mit einem Gastkommentator oder besser gesagt auch noch mit einer Gastkommentatorin. Und ja, mal schauen, wie das so wird. Ich hoffe mal, es wird nicht allzu schlimm. Und ich verliere nicht meine ganzen Abonnenten. Ne? Was ich ehrlich gesagt nicht so glaube. Jo, auf jeden Fall auf die mittlere Plattform hier. Ja, hier ist nämlich der Tunnel. Und wir können den Goron eigentlich nur hier aufhalten. Der Kerl, ich weiß, der Goron ist extrem langsam. Und ist weggebounced. Bam, in der Luft. Super, jetzt müssen wir warten, bis der hierher gerollt ist, weil ich glaube, der explodiert nur hier. Also ich glaube einfach nur, dass der nur hier ansprechbar ist. Oder hier, wo ich jetzt gerade stehe. Naja, bis der hier rollt, kann ich ja mal was trinken. Ha, gute Apfelschorle. Sehr gut. Was steht da eigentlich auf dem Schild? Gelingt es dir, mich mit einer Donnerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuche es noch. Versuche es mehrmals. Hot Roller Go Round. Ja, genau. Und das ist dieses Ups. Ja, wir haben ihn angehalten. Ja, wartet nicht zu lange mit dem Ansprechen, sonst rollt er sich wieder ein und ist weg. Du bist mutig, das soll belohnt werden. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Ja, die große Bombentasche, jetzt kannst du insgesamt 30 Bomben tragen. Ja, habe ich zu viel versprochen? Ja, jetzt rollt er sich wieder ein und ich will gerade jetzt zur Zitadelle der Zeit,
Und ich habe in der vorherigen Aufnahme das Spiel so oft falsch gespielt. Ja, genau das Spiel, das habe ich so oft falsch gespielt und jetzt schaffe ich es beim ersten Mal. Ich habe diese Zitadelle gezockt. Ich will mich nämlich erstmal groß machen und da was tun. Ich hoffe mal, dass es nicht wie bei der vorherigen Fake-Aufnahme anfängt zu lecken, dass man mit der Bildschirm, also auf einem schwarzen Bildschirm hat. In der letzten Aufnahme ist mir, glaube ich, die Grafikkarte abgeschmiert und ja, dann ist auf einmal das Bild hängen geblieben und ich konnte, ja, ich konnte nicht weitermachen, weil ich dann schwarzen Bildschirm hatte und fertig. So, ziehen wir das Master Schwert doch mal aus seinem Sockel. Gut. Ich hab vor, jetzt den Wüstentempel zu machen. Das ist der Tempel in dem Reich der Goronen. Im Reich der wie heißen denn diese nackten Frauen in der Wüste da? Halbnackten Frauen hier. Durodu, genau, Durodu-Kriegerinnen. Zu deren Festung will ich. Ich muss natürlich noch von dem einen Typen die ganzen Arbeiter befreien, die in der Festung eingeschlossen sind, die muss ich dann befreien und. Ja. Ist halt so, ne? Also erstmal, also ihr seht es dann schon, also ich würde euch mal erklären, wie das alles abläuft. Ja, ne, das ist jetzt ein bisschen umständlich, oder? Auf jeden Fall müssen erstmal die Arbeiter als Erwachsene befreien und der Tempel von den Dorodo oder Dorodo-Kriegerinnen, der ist dann als Kind zu bewältigen. Also den müssen wir dann als Kind schaffen. Hey super, ihr Bruder steht ja gleich hier. Die können wir auch gleich losreiten. Der schrecklichen Abendsonne entfliehen. So. Komm schon, beweg dich. Einen Moment. Jetzt will ich aber mal schauen. Weil es hat ja auf einmal in Kakariko geregnet. Mal schauen, ob da jetzt irgendwas Böses passiert ist. Das will ich doch jetzt mal herausfinden. Ja, das will ich jetzt aber auch wissen. Ha, zack. Voll die Tierquälerei eigentlich von Link. Und dann sagt man, wir sind der Held. Ach ja, wusstet ihr eigentlich, dass es ein Pokémon-Spiel gibt, wo man unbewusst der Bösewicht ist? Also das habe ich mal in so einer Creepypasta gelesen, da ist also eine Spielemythe. Tatsächlich! Guck dich das mal an! Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Okay, das ist mit der Spielemythe, erzähl ich euch gleich. Ach du Scheiße, keiner mehr ist hier! Gott, was ist denn hier los? Boah, das sieht mal richtig übel aus. Schief ist am Brunnen. Alter, das ist mal richtig krass. Was ist passiert? Zurück, Link. Wow. Bats, was ist das denn? Ich wusste gleich, dass da irgendwas nicht ganz koscher sein kann. Sheik, ist das irgendwie Breakdance oder so? Kannst du mir das beibringen? Oh Gott! Was passiert? Steh doch auf! Was ist das denn für ein Vieh, ey? Ich kann mal Schwert zücken. Ich bin sowas von bereit, gegen dich zu kämpfen. Jetzt willst du mich hier abhauen, oder was, du Schatten? Komm! Mensch, Link. Das ist ja super. Oh Mann. Ja? Was ist passiert? Wo bin ich? Sieht aus, als würdest du es überstehen.
Link. Etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa. Die Gründerin Kakarikus hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und hat eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt kommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in große Gefahr sein. Link, Impa ist eine der sechs Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Ja, das ist ja ganz super, aber ich muss natürlich erst noch den anderen Tempel machen. Also, eigentlich im Spielverlauf generell. Hoppla. Und jetzt hat die Flasche umgefahren. Na super, jetzt hat tonnenweise Kohlensäure. Egal. Also, ja, eigentlich ist es ja so, dass an diesen Tempel, den uns gerade gesagt wurde, dieser Friedhofstempel, dass man den eigentlich als letztes macht. Also so machen es die meisten. Und ja, das ist eigentlich der letzte Tempel. Der Endgegner ist nicht so schwer. Aber der Endgegner ist lustigerweise der Mann, der damals das Auge der Wahrheit besessen hat. Und der da am Boden wurde. Das ist der Endgegner vom Schattentempel. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Zähle auf dich, Link. Willst du ums Dorf kümmern, ne? Haus gleich wieder ab. Boah. Ja, super. Ja, echt super. Ist ja nicht so gut, ne? Also. Wartet einen Moment. Ich hole mir mal noch ein bisschen Geld. Oder? Nee, das mach ich ein andermal. Da habe ich jetzt nicht besonders große Lust drauf. Ja, also ich wollte mir jetzt eigentlich noch blaues Elixier holen, aber ich glaube, das kostet 200 Rubine. Und das ist jetzt nicht so ganz passend. Naja, ich will jetzt auch nicht mehr dorthin reiten, das macht den nächsten Part. Ja, ich und Epona verabschieden uns und wir sehen uns beim nächsten Part von The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Bis dann und ciao!